Und nu. Jetzt haben wir noch sie hier. Für sie müssen wir noch irgendwie Daten besorgen. Ich habe keinen Plan, wie. Hier mal hin. Vielleicht finden wir noch irgendwas heraus. Ein verdächtigen Ball können wir vielleicht mitnehmen. Jetzt bin ich gespannt. Oha. Was zum ist das? Eine Leiche? Das muss Naris verschwundener Assistent sein. Der getrocknete Speichel am Ball könnte eventuell den DNA-Scanner entriegeln. Aber ich bekomme ihn nicht raus. Der hat sich festgebissen. Irgendwas Schweres müsste dagegen rammen. Besser nicht. Da ist noch mehr von ihm. Oh. Den braucht er nicht mehr. Vielleicht können wir damit. Ich frage mich sowieso, warum er den bei sich hatte. Ich frage mich hier gar nichts mehr in diesem Spiel. Das ist gut so, wie es ist. Besser nicht. Was? Ich dachte, wir können den Ball da rausziehen. Können wir irgendwas? Das hilft mir nicht. Was Schweres gegen Rammen. Das ging so falsch. Oh, ja, Melone. Bowlingkugel. Das ist eine schwere Sache. Ich habe eine Idee. Könnte klappen. Schwere Sache. Ja, ist doch ein Bowlingkugel. Und wir haben das schon entdeckt, dass wir die austauschen können. So, wo war das? Das war hier, glaube ich, oder? Wir haben Fitnessstudio. Hallo, Herr Fuengel. Hier stecken wir mal die Kugel ein. Schwupps. Hey. Und der wird staunen, wenn die fault. Bleiben Sie fit im Schritt. Und sonst auch. Und ab wieder zurück. Ich habe zwar keine Ahnung, wie Larry das anstellen will. Den Ball vielleicht auf den Bauch werfen und dann wird der Ruske. Wir werden es gleich sehen. Und warum man den nicht einfach rausziehen kann, ist auch so eine Sache. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Bitte was? Wozu habe ich denn gerade? Der getrocknete Speichel am Ball könnte eventuell den DNA-Scanner entriegeln. Aber ich bekomme ihn nicht raus. Der hat sich festgebissen. Irgendwas Schweres müsste dagegen rammen. Dagegen. Okay, ich habe eine Idee. Irgendwas muss die Rutsche ja irgendwie
möglich sein. Irgendwas muss ja da. Zu irgendwas muss die. Die kann ja nicht einfach so ins Spiel eingebaut sein. Da jetzt. Das die Rutsche runterwerfen. Aha. So nämlich. Jetzt gehen wir da mal runter und tun uns die Informationen. USB-Stick mit Computer. Die Daten haben sich offenbar automatisch transferiert. Hoffentlich kann Arno mit den Daten etwas anfangen. Gestohlene Dateien. Ich hoffe, wir kommen hier so schnell raus, wie wir reingekommen sind. Gehen wir mal in Industriespionage. Welche das sind keine Detektive und keine Anwälte? Das sind einfach die Konkurrenz. Aber ist ja auch okay. Wir sollen uns nicht stören. Ach, Mann, verdammt. Ja, ich weiß doch. Hast du die Daten aus dem Hauptquartier? Hier, bitte. Sehr gut. Ich bin gespannt, was du gefunden hast. Was ist nur mit unserem Date? Später. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen und bitte, melde was? Mich dann bei dir. Dings, Pi, wo ist sie bei Timber? Anu Singh wird nicht mehr als Kontakt angezeigt. Verdammt. Das war idiotisch. Ja, das zweite war ja Larry ein bisschen leicht, glaube ich. Wunderschön reingelegt. Kommen wir nochmal zu ihm zurück. Was ist das? Was? Der Anruf von Anu Singh. Als ob. Möchtest du ihn annehmen, Larry? Anrufe von meinen Verehrerinnen nehme ich doch immer an. Anruf wird angenommen. Larry? Ich wusste doch, dass du meinem Charme nicht widerstehen kannst. Bist du bereit für unser Date? Larry, triff mich bitte sofort im Salon de Lézard. Bin schon unterwegs, Baby. Ich wusste, der hat es immer noch nicht draus gelernt. Lass dich weiter. Genau. Lässt sich weiter missbrauchen. Für Detektivarbeiten. Ich weiß zwar nicht, woher deine Informationen stammen, was? Aber du hast nichts gegen Prune in der Hand. Sei dir da mal nicht so sicher, BJ. Du kannst Prune nicht aufhalten. Die Keynote steht bevor und das neue P-Phone wird sich noch besser verkaufen als die Vorgängermodelle. Prune hat New Lost Wages im Griff und es gibt nichts, was du dagegen tun könntest. Wir gewinnen immer. Larry? Was hast du denn mit BJ besprochen? Ich habe ihn hier zufällig gesehen und dachte, ich hätte etwas gegen ihn in der Hand. Aber BJ hat recht. Die Daten, die du beschafft hast, sind unbrauchbar. Sie verraten keine Geheimnisse von Prune. Na toll.
Diese doofe Pi hat mich die ganze Zeit abgelenkt. Gar nicht wahr. Jedenfalls kann ich weiter nichts gegen Prune unternehmen. Warum hast du Prune und BJ so? Ich habe bis vor kurzem bei Prune gearbeitet. Es schien mir nach meinem Studium ein tolles Sprungbrett zu sein. Und jeder will von Prune angeheuert werden. Aber ich habe schon bald festgestellt, dass mich dieser Job nicht ausfüllt. Wage es nicht, darauf etwas zu sagen. Außerdem hatte ich Hinweise gefunden, dass Prune etwas verbirgt. Und Prune durchdringt inzwischen das Leben aller Menschen. Bevor ich rausfinden konnte, was es ist, haben sie mich gefeuert. Jetzt versuche ich als Anwältin allen Unterdrückten zu helfen. Und nebenbei will ich herausfinden, was dieser BJ verbirgt. Wenn ich irgendwie selbst ins Hauptquartier eindringen könnte. Auch dazu sagst du jetzt nichts, Larry. Auf dem Stick habe ich etwas gefunden, was darauf hinweist, dass es in BJ Skyloft einen geheimen Server gibt. Aber das ist der am besten gesicherte Ort in ganz New Lost Wages. Völlig unmöglich für uns, dort reinzukommen. Nicht ganz unmöglich. Hast du eine Idee, wie man in das Skyloft kommen könnte? Naja, man bräuchte BJs Zugangskarte und eine Menge Glück. BJ hat diese goldene Karte immer bei sich. Vielleicht könntest du noch mal zu Prune gehen und dich ein bisschen umhören. Vielleicht bringt dich ein Date mit mir auf andere Gedanken. Vermutlich. Aber ich kann gerade keine Depression gebrauchen. BJ ist doof. Ja. Aber das Problem ist eher, dass er zu intelligent ist. Irgendwas stimmt da jedenfalls nicht. Er verhält sich immer so anders, wenn diese Faith in der Nähe ist. Ich gehe mal in mich. Ratsam. Na dann. Wir wollen auf den Prune-Store-Turm. Zurück zum Penis-Turm. Hey, du da. Ich habe meine Zugangskarte verloren. Ich muss sofort in Skyloft. Das geht nicht so einfach, weil die Sicherheitsprotokolle das nicht erlauben. Ja, das ist mir egal. Ich habe mich vorhin mit dieser blöden Anwältin getroffen und muss die Zugangskarte irgendwo auf dem Weg verloren haben. Prune Sicherheitsprotokolle, Paragraph 34, Absatz 12. Eine verlorene Zugangskarte kann nur nach eingehender Sicherheitsprüfung neu ausgestellt werden. Was? Wer hat denn so eine dämliche Regelung getroffen? Das warst du, BJ. Lass uns einen Augenblick Zeit. Wir bereiten alles vor. Okay, dann werden wir mal schnell auf dem Weg verloren. Aha. Dann schauen wir uns doch mal im Salon um. Schlecht verlegt die, ne? Vielleicht ist BJs Zugangskarte in diesen engen Spalt geflutscht. Nein, ist sie nicht. Okay, Trinkgeld. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Zugangskarte da drin gelandet ist. Trinkgeld. Nein, hier ist sie auch nicht. Als ob sie Trinkgeld gegeben hat. Nein, das nehme ich nicht mit. Auf der Platte ist ein äußerst merkwürdiges Geräusch. Okay, ein Kissen. Vielleicht hat BJ seine Zugangskarte hier verloren. Nein, unwahrscheinlich. BJs Zugangskarte könnte zwischen den Ritzen verschwunden sein. Nein, nicht so. Wo könnte sie sonst noch sein? Unter der Fußmatte? Darunter könnte BJs Zugangskarte gerutscht sein. Ja, hier ist sie. Da, wo man das letztes nachguckt, natürlich. Schau mal, was ich gefunden habe. BJs Zugangskarte. Er muss sie hier verloren haben, als er mit dir gestritten hat. Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen sofort zu Prune. Komm. Larry, komm. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Benutze die Zugangskarte. Jetzt guckt nicht so doof aus der Wäsche und helft mir. Wir sind für die Sicherheitsfragen bereit. Na dann legt los. Also, Name?
Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen haben solltest. Adresse? Hier im Skyloft. Na, wo sonst? Lieblingstier? Ich habe mein P-Phone schon mit BJs Computer verbunden. Wo ist denn das Kabel? Nein, drahtlose Datenübertragung. Das Ding hat sogar ein Modem eingebaut? Moment, ich schaue mir die Daten auf dem Rechner an. Kommst du da einfach drauf? Das ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. Verstehe ich nicht. Ich komme auf den Rechner, weil ich große Brüste habe, Larry. Ah, natürlich. Das ist aber seltsam. Der Boss-Key ist Steuerung und B. Das ist zwar BJs Rechner, aber es sind keine Firmendaten drauf. Aber es war unmissverständlich, dass hier im Skyloft sensible Daten sein müssen. Hier muss es noch irgendwas geben. Larry, schau dich um. Ich schau mich um. Hier kann man eine Art Code eingeben. Ach du Kacke. Natürlich nicht. Die Eingabe war wohl nicht richtig. Das Teil ist eindeutig eine Nummer zu groß für mich. That's what she said. Goldene Zugangskarte. Dafür brauche ich. Okay, können wir vielleicht wieder runter? Hätte ich für sie gefährlich, aber. Hilf mal nachgucken. Lieblingstier? Alpaka. Dritter Vorname der Tante zweiten Grades? Roberta. Lieblingsfarbe? Pflaume. Nein, ich muss mich beeilen. Sicherheitszeichen. B, viermal das ist Gleichzeichen. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Oh, was ist jetzt? Ich glaube, ich habe mich vertippt. Wir müssen noch mal von vorne anfangen. Er hat gerade was gesagt. Name? B, viermal das ist Gleichzeichen und mitbekommen haben die Adresse? Hier im Skyloft. Na, wo sonst? Lieblingstier? Skyloft. Dritter Vorname? Das war gut, dass wir hier runtergegangen sind. Ich wollte gerade mich noch weiter angucken und im Büro und so weiter, aber da hat er was gesagt. Diese Statue sieht ziemlich sass aus. Amogus. Ich sehe da wirklich, es ist da. Es ist da wirklich. Sieht wirklich mehr nach Among Us aus. Hier kann man nachdem es wirklich aussehen soll. B, zweimal das, viermal das ist Gleichzeichen. Drei, vier und J. Sehr, sehr, sehr sicheres Passwort. Die Angabe war wohl nicht richtig. Aber das Passwort ist doch. Hier kann man eine Art Code eingeben. B. Viermal das ist Gleichzeichen. Zweimal, dreimal, viermal und J. Die Eingabe war wo? Oh, wait a second. Habe ich mich verhört? Wir lauschen nochmal unten. Der wiederholt sich ja. Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen haben solltest. Adresse? Hier im Skyloft. Na, wo sonst? Lieblingstier? Alpaka. Dritter Vorname der Tante zweiten Grades? Roberta. Lieblingsfarbe? Pflaume. Lieblingsobst? Ich glaube, ich kann es mir denken. Sicherheitszeichen? B. Viermal das ist Gleichzeichen. D. Oh, was ist das? Ach, denn? D. Ich glaube, ich habe mich vertippt. Wir müssen noch Warum mal von D und nicht J? Name? Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen hast. Gleich nicht verhört. Hier im Skyloft. Na, wo sonst? Das ist letztendlich D. Ich habe natürlich auf G, BG ist das sozusagen.
habe ich mir gedacht. Hier kann man ich soll nicht denken, ist richtig, sondern hören. B ist gleich. D. Was ist das denn für ein Teil? Super, Larry. Das ist ein geheimer Server. Was ist da drauf? Das sind alles interne Dokumente von Prune. Ich kopiere sie rüber. Großartig, Larry. Vielen Dank. Hier sollte auf alle Fälle etwas enthalten sein, was ich gegen Prune verwenden kann. Aber gern doch. Warte. Ich gebe dir erstmal die Höchstpunktzahl bei Timber und... Weißt du was? Ich hätte gerade Lust, BJs Schreibtisch zu schänden. What? Willst du die Icons auf dem Desktop verschieben? Was ich möchte passiert? Wilden Sex auf seinem Schreibtisch haben. Ich habe mich schon gewundert, wie du mir so lange widerstehen konntest. Ja, ich habe mich so gut im Griff. Ich zeige dir mal was. Warum? What the fuck? Na, das war klar. Was war das? Weg hier, Larry. Larry, der alte Lurch. Aber ich bin doch... Ich wollte jetzt... Anu, wo bist du denn? Was? Larry! Ich habe dich schon erwartet, Baby. Was machst du hier drin? Was soll das? Es wird Zeit für unser Date. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Da unten läuft gerade die wichtigste Keynote meiner Karriere. Und dann schlagen auf einmal die Bewegungsmelder hier im Büro an. Was hat BJ jetzt wieder für ein Chaos angerichtet? Hat er dich hier reingelassen? Ich kann mich jetzt nicht mit dir rumschlagen. Ich befasse mich nachher mit dir. Huch! Wer ist das denn? Vielleicht hebst du einfach mal ab. Tolle Idee. Hallo? Larry, ich bin's. So ein Zufall. Ich bin's auch. Hier ist Anu. Ach so. Wo hast du dich versteckt? Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Oh Gott. Und oh. Habe meinen BH verdammt. Als Fallschirm benutzt. Das muss ein großer BH sein. Zum ersten Mal ärgere ich mich, selbst keinen BH zu tragen. Ich habe schon einen Blick in das Material werfen können. Es sind alle technischen Details des neuen P-Phone darunter. Ich muss es von Fachleuten prüfen lassen. Aber ich glaube, es sind undokumentierte Funktionen darunter. Damit werden wir sie ranbekommen. Und wenn der Moment perfekt ist, wenn Prune angeschlagen ist, werde ich sie damit vernichten. Anu? Aufgelegt. Nix, ich soll nicht auf meinem Handy News lesen, während ich hier... Dann müsste ich einen grandiosen Timber-Score haben. Wie viele Punkte habe ich jetzt? 45. Was? Erst? Mit wie vielen Frauen müsste ich rausgehen, um auf 90 zu kommen? Bei Bestbewertung 774 Frauen. Dann mal los. Müssten die Timber-Daten nicht auf dem Server hier liegen? Bestätigt. Ich müsste mich also nur in diesen Server reinhacken und meine Punktzahl auf 90 setzen. Ja. Warum nicht gleich? Das ist einiges an Arbeit erspart. Eine Sache. Wir präsentieren heute das komplett neue P-Phone. Es ist das beste P-Phone, das es jemals gegeben hat. Oh Scheiße. Wir haben das jede haben wir Kleinigkeit verbessert. Die Ecken sind um 0,5% rund. Die Farbe ist komplett neu.
Es gibt ein neues Hintergrundbild. Ein neues Hintergrundbild. Ja. Die der Innovation. Server sieht schon etwas anders aus als damals. Wenn ich wüsste, über welche Schnittstelle ich in das System kommen könnte. Vielleicht kann ich helfen? Ja, gerne. Baue Verbindung zu Server auf. Oh, ein Protokollserver. Piep, piep. Das würde er wohl gern wissen. Piep, piep. Der alte Charmeur. Nehmt euch ein Zimmer. Ach, das ist nur mein Mensch. Der ist harmlos. Ich meine, piep, piep. Sag ihm, dass er gleich einen Tritt bekommt. Du willst was von ihm. Vergiss das nicht. Jetzt stell schon meinen Timberscore um. Einen Augenblick. Piep, piep. Schon geschehen. Dein Timberscore ist nun 90. Na endlich. Jetzt muss Faith ihr Versprechen halten. Mhm. Piep, piep. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich habe einen von deinen Anmachsprüchen benutzt. Da hat er sich sofort aus dem Staub gemacht. Das war klar. Normalerweise versinke ich selbst dann immer im Boden. Oh. Warte mal, was ist da unten? Okay. Alles randaliert. Oh. Das ist nicht gut. Was soll das? Ich glaube, der Server ist runtergefahren. Larry, du verdammter Idiot. Diese Keynote muss perfekt sein. Du spielst jetzt mit. Ja, was für ein Auftritt. Ich bitte um großen Applaus. Zur Präsentation der Funktionen des neuen P-Phone begrüße ich hiermit unseren... Zur verbreiteten Schneefelse Rechtschutz Officer Dr. Love, künftigen Gatten von Faith. Stripper-Praktikant. Larry Leffer. Einfach vom Teleprompter ablesen. Technologie verändert unser aller Leben und Technologie ist nur so gut wie die Software, die sie antreibt. Nicht wahr, BJ? Sympathisches Lachen. Ja, Larry, wir bei Prune legen nicht nur Wert darauf, dass unsere Software revolutionär ist, sondern das Leben aller Menschen verbessert. Wir bei Prune legen nicht nur Wert... Nächste Zeile, du Pfeife. Ach so. Von all unseren Apps ist es vor allem Timber, das Menschen zusammenbringt. Und ich freue mich, nun die neueste Version enthüllen zu dürfen. Mit diesem Gerät kommt auch die neue künstliche Intelligenz des P-Phone. Die veraltete Version unserer KI schicken wir nun in den Ruhestand. Sie ist obsolet geworden. Was? Wie bitte? Dein Arsch ist obsolet! Nun, Larry, vielleicht kannst du das neue Modell einschalten, damit wir seine Vorzüge präsentieren können. Was? Du schon wieder? Willst du mich weiter quälen? Sei froh, wenn oh du dich nicht gleich das wird lässt. Schlimm. Was? Wir sollten jetzt über die neuen Funktionen und vielen Updates des neuen P-Phone sprechen. Larry? Ich habe genug von Menschen. Nun, Larry, was ist denn das herausragende Feature der neuen Timber-Version? Aber das steht doch gar nicht da. Wegen dir muss 60. ich improvisieren. Serielle Pols. Ein Strip-Poker, wo du in 16 Farben. Fotos in 16 Farben? Sicher. Besonders stolz sind wir, wie schnell die Bilder geladen werden. Wie lange dauert es nun? Eine Zigarette. 300 Bauts. Unter 7 Sekunden. Eine Zigarette? Larry? Ich glaube... Sogar schneller. Nun hat die neue Timber-Version auch ganz neue Kontaktmöglichkeiten eingebaut. Ich glaube, das Handy explodiert gleich. Strip-Poker? Larry, vielleicht wäre es eine gute Idee, das Gerät auszuschalten. Aber das steht nicht auf dem Teleprompter. Genug! Oh, shit.